Es ist warm draußen, die Sonne scheint, es ist Urlaubszeit und gerade jetzt setzt der Zahnschmerz bei euch ein. Ihr fragt euch, muss ich wirklich zum Zahnarzt gehen? Kann ich die Zeit irgendwie überbrücken? Das erfahrt ihr in diesem Video. Hi und ganz herzlich willkommen, mein Name ist Tatjana Felkner, ich bin Zahnärztin und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es jedoch losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte, wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann klickt doch gern auf Abonnieren. Und dann geht's jetzt los. Ihr seid gerade aus dem Flugzeug gestiegen, habt eingecheckt, habt euch an den Pool gelegt und plötzlich fängt der Zahnschmerz an. Wie immer ein richtig gutes Timing. Woran liegt es eigentlich? Warum tritt der Zahnschmerz jetzt auf? Und wann solltet ihr wirklich zum Zahnarzt gehen? Also, Gründe, warum Zahnschmerzen dann auftreten, wenn ihr euch entspannt, kann zum einen die Entspannung sein. Es kann die Wärme an eurem Urlaubsort sein und in manchen Fällen kann es sogar auch an der Flugreise selbst liegen, denn die Druckunterschiede im Flugzeug können dazu führen, dass kleine Schmerzprozesse erst richtig angestoßen werden. Wenn es sich um ein ganz leichtes Pochen oder Ziehen handelt, dann könnt ihr das mal überbrücken. Ihr könnt Schmerzmittel nehmen, am besten wirkt bei Zahnschmerzen Ibuprofen. Ihr solltet jetzt aber leider die Sonne meiden und eigentlich auch alles, was so richtig Spaß macht. Alkohol, Koffein, körperliche Anstrengung. Eigentlich gilt jetzt für euch ein bisschen Ruhe, damit der Zahn auch zur Ruhe kommt. Denn je stärker dieser durchblutet wird durch körperliche Anstrengung oder Koffein, desto mehr wird der Zahnschmerz verstärkt. Also, das wäre zumindest bei Pochen oder Ziehen im Anfangsstadium. Ihr müsst nicht unbedingt sofort den Zahnarzt aufsuchen. Was ist, wenn ihr eine Zahnfleischblutung habt? Ist es das erste Mal bei euch aufgetreten oder ist das vielleicht schon bekannt? Wenn es im Urlaub das erste Mal auftreten sollte, seht zu, dass ihr die Stelle richtig gut reinigt. Manchmal kann sich ein kleines Stückchen Speiserest irgendwo verheddert haben, in einer kleinen Zahnfleischtasche, oder ihr hattet schon eine Tasche, die sich vorher einfach nicht bemerkbar gemacht hat. Diese Stelle gut reinigen, das heißt Zahnseide, Zahnzwischenraumbürstchen, vielleicht habt ihr sogar irgendwie eine Zahnspülung dabei, Chlorhexamid, das wäre ideal, Chlorhexidin, der Wirkstoff, oder auch eine andere Mundspüllösung, das hilft erstmal. Wichtig ist reinigen, ihr müsst nicht unbedingt zum Zahnarzt gehen. Ist euch eine Füllung rausgebrochen, dann hängt das ganz stark davon ab, wie groß dieses Stückchen ist, der Füllung, das rausgebrochen ist. Habt ihr Schmerzen, dann auf jeden Fall ab zum Zahnarzt. Wenn es sich jedoch nur um eine kleine Füllung handelt, die rausgefallen ist, ihr seht sie vielleicht sogar, eine kleine Amalgamfüllung, das sieht man ja immer ganz gut, oder ihr fühlt mit der Zunge, dass irgendwie ein kleines Stückchen fehlt und ihr habt keine Schmerzen, dann könnt ihr die Zeit bis zum nächsten Zahnarztbesuch definitiv überbrücken. Ihr solltet diese Stelle besonders gut reinigen, nehmt Zahnseide, Zahnseide-Sticks oder Interdentalraumbürstchen, um alles schön sauber zu halten. Dann sollte es hinhauen, bis ihr den Zahnarzt das nächste Mal wieder seht. Wann solltet ihr aber auf jeden Fall im Urlaub den Zahnarzt aufsuchen? Wenn ihr Schmerzmittel nehmt, mehr als 3 Tage, dann heißt es irgendwie, wirkt es nicht so richtig, ab zum Zahnarzt. Oder auch, wenn die Zahnschmerzen trotz Schmerzmittel nicht besser werden. Ein weiterer Grund, sofort einen Zahnarzt aufzusuchen, ist, wenn plötzlich Schwellungen auftreten, sowohl im Mund als auch von außen sichtbar. Und gerade wenn die Schwellungen im Bereich des Auges sind, ab zum Zahnarzt ganz, ganz schnell. Jetzt ein bisschen kontroverses Thema, wenn ihr mal eine Krone verliert. Da muss man nicht immer zum Zahnarzt. Das hängt so ein bisschen davon ab. Es kann auch ein Provisorium sein. Ist der Zahnwurzelkanal behandelt und ihr habt keine Schmerzen, dann könnt ihr auch mal ein bisschen warten, bis die Krone wieder eingesetzt wird. Ich würde euch ganz dringend davon abraten, irgendwelche Hausmittelchen im Internet, die man da so findet, anzuwenden. Also sowas wie Haftcreme oder so, um die Krone wieder einzusetzen. Habe ich auch in meiner Recherche gefunden. Das solltet ihr nicht tun. Das Risiko, dass ihr diese Krone verschluckt oder im schlimmsten Fall sogar einatmet, dass ihr daran erstickt, die ist relativ hoch. Deswegen keine provisorischen Hilfsmittel, um Zahnersatz wieder einzusetzen. Wenn ihr nicht mehr kauen könnt oder Zahnschmerzen habt, ab zum Zahnarzt. Wenn der Zahnwurzelkanal behandelt ist und ihr habt jetzt noch eine Woche zu überbrücken, dann kann man so eine Krone auch mal gut aufbewahren und der Zahnarzt setzt euch die dann wieder ein. Bei der Krone ist es anders als bei dem natürlichen Zahn, die müsst ihr jetzt nicht besonders aufbewahren. Packt die einfach in eine kleine Dose oder ein Beutelchen, die muss nicht besonders irgendwie in einem Nährmedium aufbewahrt werden. Ganz anders sieht das aus, wenn ihr einen Zahnunfall habt. Das kann ja auch häufiger mal vorkommen, gerade die großen Hotels mit ihren Wasserparks und Rutschen. Ihr oder euer Kind, ihr stürzt und schlagt euch eine Zahnkante ab. Wir haben dazu schon mal ein Video gemacht zum Thema Trauma. Das könnt ihr euch vielleicht noch mal vor dem Urlaub ganz genau anschauen. Wichtig ist, dass ihr das Stückchen findet und ganz, ganz vorsichtig anfasst. Da gibt es gewisse Nährmedien, wo man das aufbewahren kann. Sowas hat man meistens im Urlaub nicht unbedingt zur Hand. Eine sterile Lösung ist eine verschlossene Packung Milch.
Das wäre eine Variante. Da könntet ihr mal das Zahnstückchen reinlegen oder den ausgeschlagenen Zahn. Wichtig ist, so wenig wie möglich anfassen. Die Oberfläche sollte nicht austrocknen und dann ab zum Zahnarzt im Urlaubsort. Besten Fall, manchmal haben ja auch große Hotels irgendwelche Zahnärzte oder Ärzte vorhanden. Aber das wäre ein ganz wichtiger Grund, im Urlaub zum Zahnarzt zu gehen, nicht warten, bis ihr wieder in Deutschland seid. Ich hoffe, ich konnte euch die wichtigsten Gründe, warum ihr im Urlaub zum Zahnarzt gehen solltet, gut erklären. Ich drücke euch die Daumen, dass es eben nicht vorkommt. Wichtig ist Prävention, vielleicht nochmal vor dem Urlaub eine kleine Kontrolluntersuchung. Solltet ihr sowieso regelmäßig machen, dann kann eigentlich auch nichts passieren. Gegen einen Unfall kann man nichts tun, aber dann ist es gut, wenn man gut vorbereitet ist. Schaut euch nochmal unsere Videos an und alle Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.